große Bild war vom Präsidenten, wir wollen dieses internationale Innovationswissen, wir wollen andocken an dieses internationale Innovationswissen, wir wollen dieses Wissen nach Österreich, nicht zu uns, zu den österreichischen Unternehmen bringen, das hier branchenübergreifend verarbeiten und dann hoffentlich wieder mit neuen Produkten und Services erfolgsorientiert in Zukunft exportiert, dass die Firmen das wieder exportieren. Das große Bild war, wie finden wir die Innovation? Wie kommen wir da draußen zur Innovation? Ja, das sind eben unsere 25 Innovation Center, unsere 4 Leuchttürme mit den großen Universitäten, die Kooperationen und unsere 100 Positionslichter. Über diese Stützpunkte, wir bestehen auf bestehenden Strukturen, werden wir an das Innovationswissen rankommen. Punkt 2 ist jetzt, wie transportieren, wie bringen wir dieses Trend- und Innovationswissen, dieses Innovationswissen nach Österreich? Und da hat der Walter Korin schon ein paar unserer neuen Services und Leistungen dargestellt. Dazu haben wir eben diese 12 Leistungsformate entwickelt, die Sie auch in Ihren Unterlagen finden, wie wir eben Methoden, Instrumente, Leistungen, wie wir dieses Wissen, wo wir finden, zu den österreichischen Unternehmen bringen und wo wir die Unternehmen unterstützen, das branchenübergreifend zu verarbeiten. Und ich möchte eines, zwei nur ganz kurz darstellen, weil wir da einen Piloten gemacht haben, weil genau dieses, weil das Outcome eigentlich sehr, 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 sehr erfolgsversprechend war. Sie haben das Nummer 2, diese Workshops, die wir anbieten. Wir haben regelmäßig oder oft Top-Sprecher auch in Österreich, die bei uns in Konferenzen, die im Haus auftreten, in einer Art Konferenzbereich, wie auch MIT, auch manchmal ETH. Wo wir jetzt aber in die Tiefe gehen, was wir jetzt entwickelt haben, wir wollen diese Sprecher, dieses Wissen, was nach Österreich kommt, nutzen und für interaktive Formate mit unseren Firmen verwenden. Und wir haben einen Pilot gemacht im Februar, wo wir einen Workshop organisiert haben mit einem ETH-Professor, wo wir rund 20 Firmen eingeladen haben, branchenübergreifend. Das war von einem Startup, es war eine Beratungsfirma, es war sogar jemand von der Verwaltung, von einem Ministerium, es waren Industriebetriebe da, die mit diesem internationalen Top-Wissen gemeinsam 4 Stunden, 5 Stunden das Thema, es war ein Pilot, in der Tiefe bearbeitet haben. Und das Feedback war extrem gut. Also nicht nur, dass ich diese Chance gehabt habe, mit dem Top-Mann, dem Top-Forscher von der ETH intensiv zu arbeiten, auch dieses Miteinander, dieses Übergreifende, das gleiche Thema 5 Stunden zu bearbeiten mit einem ausländischen Sprecher, das war ein enormer Nutzen. Und das werden wir vertiefen und das sind diese Workshops, die wir im In- und Ausland ganz intensiv auch anbieten werden, gezielt. Ganz kurz vielleicht ein Punkt noch, der Herr Präsident hat die Startup-Services erwähnt. Wir haben seit 2009 das Programm Go Silicon Valley, das sehr erfolgreiche Programm Go Silicon Valley laufen, aber auch das wird jetzt intensiv verdichtet und vertieft. Wir haben jetzt Programme in Ausweitung, wir haben Go Tokyo, es ist Go Tel Aviv, gerade in Israel auch sehr, sehr spannend, wenn man im Bereich Innovationskooperationen spricht mit Firmen und Institutionen. Go Singapur, Go Hongkong. Wir haben Pitching Days, wir haben Inkubatorenprogramme, ein bisschen auch in Richtung Landing Zone Boston. Das heißt, diese Services für die Startups werden wir intensiv aufarbeiten und auch das finden Sie in der Broschüre, wo wir einfach verdichtetes Programm anbieten. Und wieder, wir haben die Stützpunkte draußen, wir haben das Know-how draußen, es geht nur um das Vernetzen in einer neuen Zielgruppe und mit neuen Institutionen. Ich glaube, ich wollte nur zwei grobe Beispiele rausgreifen, wo man einfach spürt, dass das sehr konkret ist und einfach der Nutzen sehr, sehr hoch ist.